Gleiches, verehrte Zuschauer, wird Ihnen schon begegnet sein. Wenn nicht in Wirklichkeit, so doch im Film. Lederjacken auf Motorrädern. Und gegen uns sind sie auch, wie man sagt. Das hier sind die Bodenlosen. Den Namen haben sie sich selbst gegeben, und wenn der erste Eindruck nicht trügt, tragen sie ihn nicht von ungefähr. Darum sehen wir uns doch einmal an, wie sie sind, die Bodenlosen. Hier sind sie zu Hause, am Rande des Bayerischen Waldes. Aus einer gewissen Beschaulichkeit mit Berg und Schloss wird Regenstauf dem Fremden wenig bieten. So schnell, wie man hindurchgefahren ist, hat man es vergessen. Ein kleiner Ort, wie er uns überall begegnet. Zwei Kirchen, zwei Sportvereine, zwei Kinos und ein Postamt. Regenstauf hat so gut wie keine Industrie, nicht ganz 3.800 Einwohner und 30 Gastwirtschaften. Eine davon ist der Stammsitz der Bodenlosen. Aha, jetzt kommen wir's. Oh mein, jetzt geht's auf. Wenn die Bodenlosen kommen, geht es hoch her. Und sie kommen fast jeden Abend. Ihre Trinksitten sind durchaus bodenständig. Nach alter Väter Sitte hat jeder seinen Bierkrug mit Namen eigens angefertigt, das Stück für 12 Mark. Die Mädchen sind bei ihnen gerade so geduldet, denn sie haben beschlossen, unter sich zu bleiben. Vor 2 Jahren haben sie sich zusammengefunden und damals schon nach altem Brauch gleich einen Verein gegründet. Tischgesellschaft Die Bodenlosen. Das Bier steht hoch im Kurs bei ihnen. Und das war ihrem Ruf in Regenstauf auf die Dauer nicht gerade einträglich. Hier ein paar von ihnen herausgegriffen. Das ist der Kurt. Und das der Alois, genannt Stump. Chef der Bodenlosen ist der Hans. Neben ihm das Mädchen Susi. Und noch ein Kurt, genannt Bader. Unter den Mädchen des Ortes kein Unbekannter. Und wieder eine Runde für die Bodenlosen. Alle zusammen sind sie über 20 Mann. Und jeden von ihnen kostet das im Monat 2 Mark in die Kasse. Damit aber auch genug Geld zusammenkommt, haben sie das Strafgeld erfunden. Wer die festgelegten Trinksitten verletzt, hat zu zahlen. Ein angesagtes Horridor darf nur mit der linken Hand getrunken werden. Und hoch geht es her, wenn unter 10 halben Bier niemand das Lokal verlassen darf. Darunter bleiben kostet 5 Mark. Die meisten unter ihnen entgehen dieser Strafe. Den Krug offen stehen lassen, bringt auch Geld in die Kasse der Bodenlosen. So, die Bodenlosen, Polizeistund. Ja, so, Schluss jetzt. Polizeistund. Alle drehen uns. Ja, freilich, jetzt trinken wir unser Bierchen da.
Auch für die Bodenlosen beginnt der Tag mit Arbeit. Hans ist wie sein Vater Kaminkehrer geworden. Später einmal wird er das Geschäft übernehmen. Und wenn er es weit bringt, ist er eines Tages auch Bezirkskaminkehrermeister. Für Susi bringt er morgen Hausarbeit. Viele von den Bodenlosen sind Handwerker. Walter, genannt Blass, ist Bäcker. Ein anderer Walter arbeitet in der Likörfabrik. Kurt, der Bader, bei der Arbeit. Der Alois ist Brauer geworden. Und der Reudel-Kurt arbeitet beim Straßenbau. Sie haben alle ihren Beruf. Und wenn der Abend noch so lang war, am anderen Tag wird gearbeitet. Die meisten von ihnen sind auswärts beschäftigt, da es in Regenstauf nicht genug Arbeit gibt. Und für den Weg zur Arbeit haben sie ihre Motorräder. Auch sonst hat Regenstauf den Jungen wenig zu bieten. Und sie finden sich damit auf ihre Art zurecht. Nur die Älteren haben vergessen, dass diese Art immer schon die gleiche war. Shahid. Der Kaminkehrer, das ist er. Das ist doch der Chef von den Bodenlosen. Stell dir vor, gestern sind sie mit dem Motorrad in die Wirtschaft reingefahren. Ja, ja, ich sag's ja. Grüß Gott. Grüß Gott, der Herr. Mit dem Polizeichef sind die Bodenlosen bisher ganz gut ausgekommen. Herr Halle. Holen Sie mir bitte schon die Bescheide, gell? Jawohl, Herr Bürgermeister. Das ist der Bezirkskaminkehrermeister Johann Hoffmann, der Vater vom Hans und seit 11 Jahren Bürgermeister von Regenstauf. Jawohl, bitteschön. Guten Herr Bürgermeister. Herr Obermeister, nehmen Sie bitte Platz. Ob die Bodenlosen was angestellt haben? Hallo? Hier ist Hanni. Ist der Hans bei Ihnen? Der Hans war da, der ist aber schon wieder weggegangen. Zum Hans, sein Vater ist nämlich gerade der Herr Brumbach gekommen. Und wenn er kommt, soll er mich doch bitte gleich anrufen. Ist schon recht. Reiten Sie. Angestellt haben die Bodenlosen nichts. Im Gegenteil. Das hier ist ihre gute Idee. Eines Tages stellten sie fest, dass etwas geschehen müsste, ihrem Ruf wieder auf die Beine zu helfen. Sie griffen tief in die mit Trinkstrafen gefüllte Kasse, gingen zu einem Sägewerk und kauften Holz. Zum halben Preis, wie sie stolz betonen, denn sie haben runtergehandelt. Hier beim Hans im Hof geht die Geschichte nun weiter. Vollzählig sind die Bodenlosen versammelt, diesmal an einem Sonntagvormittag, obwohl keine Bierkrüge zu heben sind. Geht schon! Auf!
Na bitte, Regenstauf hat was zu staunen. So ganz ohne Bier geht es aber doch nicht. Oma Buchmeier bekommt die erste Fuhre. Und dann haben sie noch ein paar Adressen. Alles alte Leute, die ein Fuderholz gut gebrauchen können. So, Oma, dann schauen wir noch mal zum Schuppen lieber. Ne? Ja. Und ich hole mal, geh mal ins Auto runter und hol's Holz. Wie die anderen, ne? So, nächste. So, Kinder, auf geht's. Oma, was sagst du? Duft, ne? So, jetzt kann Oma tüchtig heizen. Das Mutter kann Holz braucht wollen. Ja, ich schreibe. Wir holen auch noch einen. Bei Hans zu Hause bestimmt der Vater, was zu tun ist. So war das bei den Hoffmanns immer schon. Du, Hans. Bringst du die Radio mal weiter? Ist die ja da andrum? Ja, einen bringe ich heute weg und die anderen morgen erst Nacht. Mit den Radios hat es auch was auf sich. Und das war ihre zweite Idee. Sie besorgen sich kaputte Radios, lassen sie reparieren und verschenken sie an alte Leute weiter. Oma Geigl ist schon über 80 Jahre alt. Wer ist da? Hier ist der Hans von den Bodenlosen. Ich möchte Ihnen ein Radio bringen. Ich kauf keinen Radio. Ich möchte Ihnen schenken, Oma, von den Bodenlosen. Stell ihn einmal gleich daher. So, Frau Geigl, ich schau aus her. Ein bisschen Steckdosen, die ist da, da steckt er mal rein. Hier müssen Sie ihn einstellen. Und rechts da sehen Sie es. Das ist die Skala. Also wenn Sie Musik wollen, ne, dann müssen Sie es hier nach rechts ran. Sing's, Münchner Sender. Ob die Oma wirklich ein Stimmt's? Radio braucht? Ja, ist auch, ja. Sie kennen ja die Sachen. Und hier wieder abgedreht. Ne? Jetzt haben wir ja schon Musik. Also so narrische Musik mache ich nicht, so narrische. Schenken ist manchmal gar nicht so einfach. Aber Sie wollen nun mal schenken. Ja. Und damit sind wir wieder im Stammlokal der Bodenlosen. Wenn man sie fragt, warum sie schenken, sagen sie, wir wollten halt mal was Vernünftiges tun. Das ist alles. Sie werden aus ihrer Aktion kein großes Hilfswerk machen. Es wird eine Episode in ihrem Leben bleiben. Aber was macht es? Wie sie schenken und warum sie es tun, ist schließlich egal. Dass sie es tun, ist wichtig und das allein spricht für sie. Gewiss, Ihr Beispiel ist nicht typisch, aber wir haben Ihre Geschichte erzählt, weil es so viele gibt, die sich geben wie die Bodenlosen. Also, Max, gell, hab ich nicht. Wollen Sie uns wieder nicht? Ein bisschen später.